Hallo? Ja, guten Morgen hier aus dem wunderschönen Tanzmeistersaal in Mozarts Wohnhaus in Salzburg. Ich darf die Zuschauer auf Facebook, ich darf die Zuschauer auf YouTube und vor allen Dingen die Journalisten recht herzlich begrüßen zur Live-Übertragung der Pressekonferenz zu unserem neuen Konzertprogramm. Eine organisatorische kurze Information bitte noch für die Journalisten. Wir haben ja ein Zoom-Meeting parallel laufen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, bitte schreiben Sie das dort im Chat. Wir nehmen das dann auf und werden dann im Anschluss an die Pressekonferenz auch die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen. Ich darf jetzt das Wort übergeben, bevor dann Rolando Villason, unser künstlerischer Leiter, die Programme vorstellt, an den Präsidenten der Stiftung Mozarteum, Johannes von Sick-Ehrenburg, und wünsche Ihnen viel Spaß. Danke. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nicht so ganz. Aber ja, sehr gut, danke. Ja, mein Gruß gilt auch Ihnen allen. Ich freue mich, dass wir wieder Gelegenheit haben, einmal maskenlos zusammen zu sein. Zugegeben, die Zeit ist eine Zeit der Ratlosigkeit und der Fragen, die wir uns alle stellen. Und die Stiftung Mozarteum mit Rolando Villason, künstlerischem Leiter, und dem wunderbaren Team in deiner Abteilung und auch in der ganzen Organisation mit Rainer Heneis, versucht halt in zwei Richtungen sich anzunähern. Ein neues Foyer heißt ein neues Mozarteum. Es ist tatsächlich für uns eigentlich noch gar nicht so richtig fassbar, was wir da in dieser Zeit der Pandemie jetzt auch schaffen konnten, schaffen durften. Es ist eine wunderbare Zeit der Nutzung, oder die Nutzung war wunderbar in diesen ganzen Umständen, tatsächlich Ihnen und uns allen etwas ganz Neues zu ermöglichen, ein neues Erleben, ein neues Hören, der Kunst auch einen neuen Raum zu schenken. Ja, und das Zweite, die Kunst, die Musik wird ihre Antworten geben, und Rolando Villason hat seine Kreation walten lassen, in dreierlei Hinsicht, in dem Eröffnungsteil Mozart und Fest, in der Saison und auch in der Mozartwoche. Es gibt einen kleinen Vorgeschmack im Sommer, weil ja auch das Mozarteum schon für die Festspielbespielung noch als Provisorium, noch teilweise im Bau, noch nicht Fertigstellungszustand bespielt wird. Aber Sie können sich auf Wunderbares freuen, und ich bitte dich, Rolando, das jetzt näher vorzustellen. Dankeschön. Soll ich das? Oder das reicht mit dies? Das reicht mit dies, oder? Okay. Ja, guten Morgen, Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein, um über Kunst, über Musik, über Künstler und Orchestern und natürlich über Mozart in unsere wunderbare Stiftung Mozarteum zu haben, zu hören und zusammen zu erleben. Es fängt alles an mit einem allerersten Konzert in unserer renovierten großen Saal, bevor der große Opening. Und dieses Konzert wird mit Camerata, mein guter Freund Xavier de Maistre ist dabei, Beethoven, Mozart und Boieldieu sind präsent als Komponisten für diese Konzert am 15. Juli, jetzt 2022. Und dann unsere Saison der Stiftung Mozarteum fängt dann mit der Mozart Plus Fest. Mozart Plus Fest, ein großes Wochenende mit Musik, um zu feiern die Wiedereröffnung unserer großen Saal, die neue große Saal, die neue Stiftung Mozarteum, die neue Foyer, und alle die ganze Freude, und die es kommt mit diesem Fest. Es fängt dann am Donnerstag mit der allererste Opera, die ich habe in meinem Leben gesungen, Il Re Pastore. Ich freue mich, das zu singen mit die wunderbare Christina Plucher und L'Arpeggiata, und eine tolle Besetzung. Am Freitag haben wir die Malo Chamber Orchestra mit Live Ove Ansnes, die wird mit dem nur Mozart spielen,
und kommt auch unser Projekt gemeinsam mit Hilti, die Orchester Iberakademie Medellin, die wir seit langem während der Mozartwoche unterstützen mit Masterclasses, mit Präsenz in verschiedene Events von der Mozartwoche. Und die Idee von Anfang 2019 war, dass dies wird größer und größer. Ich freue mich, dass die da präsent am 21. Oktober mit unserem Sponsor zusammen sind, um zu feiern diese große Wochenende. Ich freue mich auf, natürlich auf die Präsenz von wunderbarer Kammermusik. Ann-Sophie Mutter wird dabei sein mit Kammermusik. Haydn und Mozart sind à l'honneur. Und Orchester, der Chamber Orchestra of Europe, große Freunde auch der Mozartwoche, große Freunde von mir, mit François Leleu und Lisa Batiashvili, die präsentieren natürlich Mozart-Konzerte und Symphonie. Aber auch dazu wird Bellini dabei sein, Mozart und Bellini mit dem Chamber Orchestra of Europe. François Leleu dirigiert und spielt auch. Und Lisa Batiashvili spielt als Solistin und spielt auch mit dem Orchester. Und dann haben wir ein tolles Sonntag. Sonntag voll von Sonne mit Kammermusik der Wiener Philharmoniker. Mitglieder der Wiener Philharmoniker spielen Beethoven und Mozart in eine Kammermusik-Ensemble und Liceum Mozartiano de La Habana, auch ein Projekt, die liegt ganz, ganz tief in unser Herz und ein Projekt, die wird noch stärker verfördert, noch stärker verfolgt, unsere Präsenz da und die Präsenz von dem hier ist auch ganz wichtig, die kommen mit Sarah Willis und Jenny Vera, die dirigiert Musik, natürlich immer Mozart à l'honneur, er ist immer der wichtigste Komponisten, aber es kommen auch Komponisten aus Lateinamerika und mit großer Freude feiern wir dieses Ende von unserem Mozartfest. Dazu gibt es auch ein Open Day am Samstag in der Villa Vicina mit Künstlern von den Kinderorchester, Jungen- und Kinderprojekt. Die werden auch dabei sein. Also Aktivitäten nicht nur in unserem brand new großen Saal und Foyer, aber auch in Museen und in Villa Vicina. Die Stiftung Mozarteum wird größer, schöner und super. Also, die Konzerte für die Saison 2022-2023. Wir jonglieren mit verschiedenen Formate, 6 Formate, die wir haben schon in dieser Saison, in unsere Prelude-Konzerte erlebt. Und wir können sehen, was für ein Erfolg diese Formate waren. Wir haben 17 Konzerte und wir haben es auch in verschiedenen von unseren Bühnen. Wir können für unser Publikum das bringen. Also wir haben eine von diesen Formaten ist Musik pur, Klassik pur und Liedermatinee mit Michael Volle und Helmut Deutsch. Fairy Tales, ein tolles Projekt mit Regula Mühlemann und The Church Chamber Artists, Klavierabend mit Simeon Goschew. Weiter geht es mit Musik und wir haben ein Konzert im November mit unserem Wissenschaftschef, Dr. Ulrich Leisinger, Musik und Wort. Das ist Musik, die kommt immer in verschiedene Orte mit, entweder ein Gespräch, ein Symposium oder wo Sprechen und die gemeinsamen Dialoge wichtig ist. Ich freue mich, Rafael Vingalos, Sascha Musim und Holger Wemhoff, die kommen mit Brahms und Mozart. Kommen nur mit Brahms, aber es gibt am Ende auch Mozart. Ich habe Raphael gesagt, es muss Mozart sagen. Okay, auch wird es als Bis Mozart geben. Alle müssen immer Mozart spielen. Mozart steht, wie gesagt, Zentralpunkt von all unseren Aktivitäten. Dorothee Demlinger und Erik Bosagraf sind auch dabei mit uns in Mozart und Wort. Sofa-Konzerten, ich muss sagen, es ist eine große Freude,
viele von euch, aber unsere Villa Vicina komplett ausverkauft, immer zu sehen in diese Sofakonzerte. Ich glaube, das Publikum hat immer großen Spaß, diese Konzerte zu hören, zu erleben und in diesen Dialog reinzukommen mit den Künstlern und mit den Werken, die wir da spielen. Also, da haben ihr Duo, der Quartur Van Quick. Das ist immer schwierig für mich, diesen Namen zu sagen. Van Quick, jawohl. Und Adrian Lamarca, die waren schon in unsere Streaming Mozart-Woche vor 2 Jahren dabei. Die sind einfach fantastisch. Ich freue mich über was wir werden da sprechen. After-Work-Konzerten, schon eine lange Tradition jetzt in der Stiftung Mozartea. Ihr seht das, die Tontauber mit einem ganz besonderen Programm. Peter Hudler und, Entschuldigung, Dankeschön. Weiter geht es mit mehr Formaten Musik in unseren Museen. Wir werden auch neue Projekte in unseren Museen mit der neuen Direktion, die es gibt, auch dabei, wo die Präsenz von Ofrendas und Musik ganz wichtig wird sein. Dies ist ein ganz tolles Konzert mit La Viola d'Amore und unserem Mozart-Walter Flügel. Weiter geht's mit Musik von unserer Jugend- und Kinderabteilung. Alumni der Mozart-Kinderorchester sind dabei im Dialog. Dialog ist wichtig für die Stiftung Mozarteum. Dialog bleibt als ein Festival, die wir möchten und werden dabei haben. Und da haben wir im Dialog zeitgenössische Musik mit Mozart. Mozart im Dialog mit zeitgenössischer Musik. Also, ihr seht das, wir haben Kinderorchestermitglieder, wir haben Saxophon, Quartettmusik, wir haben ein Abschlusskonzert mit Christoph Sitzen und es ist ein Wochenende von zeitgenössische und Mozartmusik. Am 5. Dezember 2022 natürlich feiern wir und denken wir an unsere lieber Wolfgang Amadeus Mozart mit einem Requiem. In diese schon traditionelle Version, auch mit zeitgenössischer Musik, ein Stück von dieses Jahrhunderts von Anna Klein Stride, die wird gemeinsam mit der Mozart Requiem Camerata Salzburg ist dabei, der Bach Chor ist also dabei und Anja Billmeier, die ist so eine tolle Dirigentin und ich muss sagen auch, eine fantastische Person mitzusprechen, die Programm das, welches Stück passte perfekt für, ich glaube, das ist völlig down, das bleibt schon, was für ein Stück passte mit unserer Requiem. Also es war wirklich so schön mit Künstlern, die möchten dabei sein. Alle unsere Künstler, was kommt runter? Ja, das macht kaputt, oder? Dankeschön. Gut. Auf Wiedersehen. Das passt ganz gut mit unserer Clown-Energie, die ich liebe und die ich schätze und ich habe immer rot mit mir. Wunderbar. Also, wie gesagt, diese Dirigentin ist ein Beispiel von allen die Künstler, die mit uns arbeiten. Es ist wirklich nicht arbeiten, die mit uns Musik machen. Ich freue mich sehr über diese Kollaboration, was für eine Liebe die haben, um in den großen Saal, um in den Projekten von der Stiftung Mozarteum zu unterstützen, rein mit Ideen und mit Liebe und mit Kunst und mit Talent natürlich sich zu bringen. Es bringt einfach Energie für die ganze Stiftung, für uns alle, weil es ist nicht nur einfach, wer ist in Tournee, wer kann hier kommen. Es sind ganz besondere Projekte, die sind, jede von diesen Projekten, die sind für jede von den Momenten, die wir haben zusammen gedacht, die sind so programmiert. Und in diesem Sinne, ich bin sehr dankbar, natürlich für den ganzen Team von der Stiftung Mozarteum und für alle unsere Künstler,
für die Liebe, die die bringen und natürlich für unser Publikum, die unterstützen diese Projekte und die kommen immer auch mit wunderbaren Fragen nach jedem Konzert, mit Kommentaren. Dieser Dialog geht weiter und das ist dieses Gefühl von Familie, ich glaube, ist etwas sehr wichtig für, von uns alle. Also, das ist unsere Saison, das sind unsere Konzerte, das ist unsere Wiedereröffnung, große Moment der Stiftung Mozarteum. Und jetzt kommen wir zu Mozart. Alles im Gold für diese Mozartwoche 2023. Wir feiern Mozart, das Wunderkind und Mozart, der Meister. Ich habe immer als Witz gesagt, ja, die ersten 15 Jahre von Mozart als Komponisten und die letzten 15 Jahre. Das macht das ganze Leben von Mozart als Komponist. Aber nein, natürlich alles ist ein bisschen dabei, aber wir versuchen ganz früh in das Leben von Mozart reinzukommen, in das Leben von Mozart als Komponist, als Kind und dann am Ende die großen Meisterwerke, dass er am Ende seiner Leben komponiert hat. Also fangen wir an mit unseren drei Konzerten von der Wiener Philharmoniker. Alle wie geplant von Anfang dieser 5-Jahre-Zyklus von Mozart pur. Diese war die letzte drei Konzerte von einer Reise durch alle die Sinfonien von, alle die letzten Sinfonien, die 10 Sinfonien von Wolfgang Amadeus Mozart mit der Wiener Philharmoniker und Maestro Daniel Barenboim und Klavierkonzerten. Wir haben unsere erste mit der Linz-Sinfonie und Paris-Sinfonie und der 2-Klavierkonzert Marta Argerich und Daniel Barenboim spielen. Die zweite Konzert sind die 3 letzten Sinfonien von Wolfgang Amadeus Mozart und am Ende die allererste Sinfonie von Mozart gemeinsam mit letztem Werk von Mozart Requiem. Ich freue mich dabei zu singen, auch mit einer super Besetzung und der Wiener Singverein als unser tolles Chor. Und das sind die 3 Konzerte der Wiener Philharmoniker und Daniel Barenboim geht weiter mit Don Giovanni, unsere konzertante Version, La Opera des Operas, Don Giovanni, Sir Andra Schiff dirigiert die Capella Barca. Die Besetzung seht ihr da, besonders freue ich mich über meine gute, liebe Freundin und absolute wunderbare Künstlerin Magdalena Koschener, die kommt, Elvira zu singen. Ganz junge Johannes Kammler, wunderbare Bariton, die singt Don Giovanni. Orchester in Originalklang haben wir natürlich auch, wie immer, Europa Galante mit Fabio Biondi, ein Programm mit Mozart und den Zeit, wo Mozart war in Italien und ein Programm mit alle die Werke, die Mozart hat da komponiert, mit Ouvertüren von den Opern, wo er hat da in Milan zum Beispiel uraufgeführt und auch die Sinfonien, die in dieser Zeit er hat komponieren. Der Mahler Chamber Orchestra Zyklus von diesen 5 Jahren mit Uchida geht's weiter und sind auch dabei mit zwei der spätestens, eine der ganz frühen Klavierkonzerte, die KV 175 spielt Uchida und dann eine der allerersten ist auch dabei. Noch einmal
Musik mit Originalinstrument. Der große Meister Jordi Savall ist mit uns und spielt die beliebte C-Moll-Messe und dazu auch eine Symphonie von Mozart. Und The Chamber Orchestra of Europe, große Freundin von der Mozart-Woche, mit Andres Orozco Estrada, spielen die Prager Symphonie, spielen auch eine meiner Lieblingssymphonien, die A-Dur-Symphonie, und Seongjing Cho, die ihr kennt natürlich, weil er so eine große Karriere schon macht, aber besonders mit uns, weil er hat die 94 Sekunden neue Mozart-Stück mit uns präsentiert. Er ist dabei in diesem Konzert. Freiburger Barockorchester mit der tolle Christian Beseudenhut sind auch dabei mit uns. Ich muss sagen, eine meiner schönsten Erfahrungen in diesen Jahren mit der Mozart-Woche war Christian Beseudenhut und die Sonaten, wie die er hat gespielt. Also ich bin ganz glücklich, dass er kommt jetzt mit der Freiburger Barockorchester zusammen mit der Musik zu machen. Und Orchester Iberakademie Medellin, wie ich habe schon erzählt, es hat angefangen schon im 1920 mit Masterclasses, mit kleine Vorstellungen in den verschiedenen Events, die wir haben während der Mozart-Woche. Es ist größer geworden in der Mozart-Plus-Fest, in unserer großen Eröffnung, spielen sie in der Wiener Saal. Und hier haben sie als große Finale von dieser Reise, die geht natürlich weiter, aber von diesem Crescendo, die haben ein großes Konzert in unserer großen Saal. Alejandro Posada dirigiert und ich freue mich an Emily, die ist auch dabei als Solistin, eine Sopranistin, junge Sopranistin, die ich gerade unterstütze und wird, bin sicher, eine große, große Karriere machen, ist schon in dem Weg, eine große Karriere zu machen. Eröffnungskonzert mit der wunderbaren Ivor Bolton, Clarissa Bevilacqua ist dabei und Raphael Fingerlos. Wie immer, unser Eröffnungskonzert. Es fängt an mit, was wir hatten, oder was wir sollten haben, in der Mozart-Woche, bevor Musik die zelebrierte, die Kompositionen von Mozart für Streichinstrumenten. Und Bevilacqua wird die Einzelsätze von Mozart für Geige und Orchester spielen. Und dann Raphael Fingerlos bringt uns mit Arien, die sind von der ganz frühen Periode von Mozart und die ganz spätere Konzerte, Arien, der hat für Bass, Bariton geschrieben. Camerata Salzburg mit Herr Koppmann, ich freue mich wirklich sehr, dass er zu uns kommt, um zu dirigieren. Wir haben die allererste Concerto, die Mozart hat für Woodwind-Instrument geschrieben, als, wie sagt man das noch? Holzblasinstrument, danke schön. Also wir haben den fantastischen Riccardo Terzo als Fagottist, kommt die Fagottkonzerte zu spielen und wir haben die allererste Concerto, die Mozart hat für diese für Woodwind Instruments geschrieben. Die Klarinettkonzert natürlich, die sollte, müsste unbedingt in diese Celebration dabei sein und ich freue mich an der wunderbare Daniel Ottensamer, die wird mit uns diese Konzert spielen. Was haben wir noch? Ja, Camerata Salzburg hat noch ein Konzert, ein Geigenmarathon, die fünf Violinkonzerte von Mozart werden gespielt von Renaud Capuçon, auch ein guter Freund, die zelebriert immer seinen Geburtstag, selben Tag von Mozart, 27. Januar oder fast immer mit uns. Er spielt die fünf Violinkonzerte mit der Camerata Salzburg und der Mozarteum Orchester spielt auch unsere Closing-Konzert. Gemma New dirigiert dieses Konzert und Maria Kataeva, Mezzosopran, singt dabei. Robert Levin spielt auch dabei und wie unser Eröffnungskonzert. Die Closing-Konzert ist in der ersten Teil. Wir spielen, was das Thema von der Mozart-Woche in dieses Jahr ist. Und dann in der zweiten Teil, wir spielen weiter, was vielleicht könnte passieren in der Mozart-Woche
24, aber das spielen wir nicht. In der zweiten Teil spielen wir ein bisschen Mozart, ein bisschen Salieri. Also, Mozart, die großen Konzerte sind dabei, Mozart, Kammermusik natürlich ist auch dabei. Baborak war präsent schon in zwei von unseren Mozart-Wochen. Es ist einer der besten aller Zeiten Hornisten und er kommt mit seinem Ensemble zu uns. Hagen Quartett, man muss nicht mehr über dem sagen, immer ausverkauft, immer die höchste musikalische Qualität und auch ganz frühe Quartette, ganz späteren Quartetten. Christoph Konsch und Jori Winokur spielen Geige und Klavier Sonatas, die Geige Sonatas von Mozart. Noch einmal, die allerersten sind dabei und die allerersten und die allerletzten. Spuni Cunife, Ensemble Quintett, spielt alle die Quintetten von Wolfgang Amadeus Mozart in der Domquartier. Elena Baschkirova und Frenz spielen einige Klavierkonzerte in der Kammerversion. Und dann kommen wir zu unseren Trazon-Projekten. In Oval gibt es der kleine Mozart, ein Stück für die ganze Familie, die spricht über die allerersten Jahre von Mozart in eine ganz ludische, spielerische Way. Unsere schon traditionelle Serenata Mexicana con los Mariachis Negros kommt für unsere Wolfgang Amadeus Mozart. Wir machen es zweimal. Einmal für alle unsere Publikum in Facebook und YouTube und einmal für alle unsere liebe Salzburger und Freunde, die kommen von überall hier nach Salzburg und die Mozartwoche zu erleben. Wir machen es auch da in der Mozartplatz. Eine neue Produktion in der Marionettentheater wird auch geben. Der alte Baum ist dabei. Paul Schweinester ist der Dirigent und hat die Konzeption auch gemacht. Das haben wir in 23 und unsere Loteria Mexicana kommt auch zurück, also die Leute werden mit uns über Mozart lernen auch und mehr musikalischen Spaß hören und natürlich mehr über Mozarts Leben und Mozarts Geschichte wissen. Brief und Musik hier in unserem tolle Museum ist auch dabei. Emanuel Cechnavorian spielt den großen Trio von Wolfgang Amadeus Mozart und die Briefe, die Selektion von Briefen, die wir werden lesen, sind Briefe, die Mozart hat zu Constanze geschrieben, ma très chère épouse. Die Mozart Kinderorchester feiert 10 Jahre hier in der Stiftung Mozarteum. Wir machen eine große Feier, nicht nur mit dem Konzert, die wie jedes Mozartwoche gibt von der Kinderorchester, aber auch mit verschiedenen kleinen Konzerten oder Kammermusikkonzerten während der Mozartwoche und Gespräche und Masterclasses. Dazu gibt auch natürlich Gespräche mit Künstlern und mit Wissenschaftlern, ja, genau. Also, das ist es, ich glaube, habe ich alles gesagt, das ist unsere Mozartwoche 23, das sind unsere künstlerischen Projekte für den ganzen 22-23 Saison und ich bin wirklich sehr glücklich, sehr gespannt, ein Teil von dieser Institution zu sein, ein Teil von diesem großen Team, die macht es jedes Jahr, auch wenn es schwierig ist, eine Freude hier zu sein und dass wir haben die Möglichkeit für unser Publikum und für unsere Künstler die Bühne zu geben, um die beliebtesten Komponisten aller Zeiten zu feiern. Natürlich mit anderen großen Komponisten. Dankeschön.